Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind mal wieder am zentralen Güterbahnhof und wir haben noch die Aufgabe, einen schönen Zug zu kaufen. Das werden wir gleich machen. Ich muss mal schnell gucken, die Linie haben wir, glaube ich. Wenn wir hier das Auge aktivieren, genau, Baumaterial, da haben wir es. Baumaterial Königssee Rottenbach. Jetzt, aber die Linie heißt falsch, die müssen wir nochmal umbenennen, weil da oben ist nicht mehr Königssee Rottenbach, das ist ja umgezogen, weil der See nicht hingepasst hat. Sondern Bonn ist dort. Also Baumaterial Bonn. Dann haben wir das geregelt. Sehr gut. LKWs fehlen natürlich auch noch. Jawohl, die werden wir dann noch installieren. Und es gibt eine Seilbahn. Juche, das ist doch etwas für Oberböser. Das werden wir dann auch nachher noch in Angriff nehmen. Diese Seilbahn wurde, glaube ich, konvertiert von Transport Fever 1, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe mal geguckt, wo ich die Sachen finde. Also sprich Seile, Masten etc. Das klappt schon mal. Jetzt, ob wir es dann hinstellen können, das werden wir sehen. Boah, das sieht aber schon cool aus hier mit der Brücke. Jawohl, das ist genauso, wie es mir gefällt. Gut, wir brauchen einen Zug, haben wir gesagt. Wir können ja mal schnell gucken. Nicht, dass wir schon einen gekauft haben. Ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen aufpassen, weil guck mal hier. In dem Bereich, ja, da haben wir keinen Strom. Hier ist das Ganze nicht wirklich elektrifiziert, weil hier Diesellokomotiven fahren. Das habe ich schon mal gesagt. Deswegen mache ich wirklich lieber fast überall Strommasten hin. Falls wir eben genau sowas haben, dass plötzlich eine fremde Linie hier rein möchte, das funktioniert so nicht. Beziehungsweise, ja, ich möchte das so lassen. Deswegen, wir nehmen eine Diesellok. Dann funktioniert das Ganze natürlich. Wir kaufen mal irgendwas Schönes Dieseliges. Und dann bin ich gespannt, wie das dann mit der Seilbahn funktioniert. Diesel haben wir hier. Was haben wir denn hier? Wir haben sehr viele verschiedene Sachen, wie immer. Ja. Ja, die Qual der Wahl. Oh, wir haben noch andere Lumilas gekriegt. Jawohl, die hier. Da haben wir nochmal andere. Das ist, glaube ich, auch eine relativ neue Mod, wenn ich mich nicht täusche. Warum nicht mal irgendwie nochmal sowas in der Richtung? Vielleicht in schickem Grün? Mini, oder was steht dort? Mintgrün. Ja, wenn man es noch lesen könnte. Also machen wir das in Mintgrün. Und Cargo, wir müssen Baumaterial transportieren. Da würden diese Innowagen funktionieren, die haben wir aber schon. Können wir da was anderes machen? Das ist hier die Frage. Ja, leider nicht. Das würde funktionieren. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die hier. Wir fügen hinzu, machen mal 213 Meter, müsste von beiden Bahnhöfen her funktionieren. Und davon nehmen wir, ja, mal drei Stück. So, nicht, dass wir so viel Baumaterial brauchen würden im Bonn. Es geht darum, dass wir tatsächlich hier Züge auf der Anlage haben. Und da sieht man, das funktioniert. Da steigen wir natürlich gleich ein, wenn der Kollege rauskommt. Ja, da kommt er angedackelt, beziehungsweise angefahren. Das ist ein Zug, der dackelt nicht. So, nachher LKW ist da oben. Und dann kommen wir zum Thema Seilbahn in Oberböser. Ich bin gespannt. Und jetzt, das kann sein, dass der ein Momentchen warten muss, weil wir hier eben in fremdes Gleis reingehen. Das werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Cams haben wir keine, nein. Dann machen wir das herkömmlich. Jetzt ist wieder ein Gestottere. Interessant, eingelesen habe ich es. Ich habe auch den Texturcache oder Cache mal geleert. Hat bei mir auch nicht wirklich den gewünschten Erfolg gebracht. Das ist aber eine Methode, wie man tatsächlich die Grafik wieder ein bisschen in Schwung bringen kann, beziehungsweise die Performance. So, aber man sieht, bei mir hat es tatsächlich nicht viel geholfen. Gut, wir setzen uns mal hier rauf. Dann hoffen wir, dass wir relativ schnell fahren können. Da ist genau jetzt ein Kollege auf dem Gleis, wo wir hin müssen. Das heißt, wir werden tatsächlich ein Momentchen warten müssen, weil er wartet auch, wie man sieht. Ist aber okay, da oben müsste dann entsprechend ein Zug kommen. Und da bin ich ja tatsächlich gespannt, wie das mit der Seilbahn klappt. Das war bei Transport Fever 1 auch schon nicht so einfach. Sagen wir es mal so. Also man musste sich halt reinfuchsen, weil das ist natürlich schon nicht easy, das Ganze. Im Prinzip sind die Seile, wo die Seilbahn dranhängt, wenn ich das richtig verstanden habe, entweder sind es Straßen, schön hier, entweder sind es Straßen oder Schienen, ich weiß es nicht, und die unterliegen natürlich schon gewissen, Regeln. Also man kann die nicht einfach biegen, dehnen und so weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, ich würde mal sagen, wenn der hier weg ist, dann müssen wir eigentlich fahren dürfen. Werden wir gleich sehen. Jawohl, wir setzen uns in Gang. Sehr schön. Ja, sieht doch cool aus. Schöner Zug. Vor allem natürlich, wenn er Baumaterial geladen hat. Oh, wir könnten. Lass mich mal kurz gucken. Ich habe hier
Moment, ich habe hier natürlich das Ganze wieder ausgestellt, hier das hat. Da müsste ich schnell schauen. Nee, das war's nicht. Wo haben wir denn die Beladung? Nee, das ist es auch nicht. Die Beladung der Wagen. Interessant. Das müsste doch eigentlich so sein. Ist egal, wir können ja hier draufklicken, dann sehen wir es auch. Genau, das war eigentlich, was ich wissen wollte. 21 Einheiten, allerdings für Oberböser Food, okay. Kann sein, dass wir in Oberböser auch Baumaterial brauchen. Und in Bonn, da haben wir noch keine LKWs. Deswegen würden wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich hier noch nichts kriegen. Gut, da müssen wir aber auch nicht drehen, weil das war eigentlich das, was ich ursprünglich wollte. Damit wir eben noch den Effekt haben, dass hier die Wagen beladen sind. Aber das muss ja nicht zwingend sein. So, wir müssen hier rüber, genau. Ich muss nochmal die Position hier wechseln. Jetzt ist die Performance wieder hervorragend. Ist schon witzig hier. Tatsächlich, es ist ja nicht so, dass irgendwas ruckeln würde oder so. Wir haben jetzt hier wieder 60 Frames. Aber diese Stotterung, das hat halt wirklich wahrscheinlich damit zu tun, dass nur ein Kern unterstützt wird. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Kann das sein? Ich glaube, ja. So. Ja, war es nicht eh gerade vor kurzem, dass ich das mal angeschnitten hatte? Ich glaube ja, weil ich mit dem Herrn Zilugi mal darüber geredet habe. Aber jetzt ist alles flüssig, da ruckelt nichts, wunderbar. Hallöchen Privatverkehr. Ihr müsst kurz warten, weil wir haben hier wichtige Sachen zu tun für Bonn. Aha, hier kommen wir auch ohne Probleme rein, wie man sieht. Hier ist ja auch wieder gemeinsame Gleisnutzung. Hier hätten wir auch wieder Oberleitungen. Aber bringt natürlich nichts. Da, wenn da ein Zentimeter Oberleitung fehlt, dann fährt natürlich die Elektrolok nicht. Oh, da kommt einer entgegen. Sehr schön. Wir sind auch nicht allzu schnell. Das müsste die BR-103 sein. Ja, ist sie, glaube ich, auch. Jawohl. Schön, sogar inklusive Sound. Genauso, wie ich das gehört. Und jetzt müssen wir hier vorne, glaube ich, rechts raus. Weil geradeaus geht es Richtung Personenbahnhof, da wollen wir nicht hin. Jawohl, genau hier lang. Und dann machen wir hier, wie gesagt, noch die LKWs. Und dann kommen wir zum Thema Oberböser, bekommt eine Seilbahn. Zumindest im Idealfall. Ich meine, wenn wir sie nicht hinkriegen, machen wir halt eine Baustelle draus. Das war mein Gedanke. Also wenn ich das nicht hinkriege, dass ich dort irgendwie eine Seilbahn hinbauen kann. Weil die Motti kam heute raus. Also ich glaube heute Morgen sogar. Ich hatte da weder Zeit noch Möglichkeiten, mich groß reinzufuchsen. Das ging nicht. Aber wenn es ja ähnlich ist wie bei Transport Fever 1, dann müsste das eigentlich schon funktionieren. So, interessant, dass wir hier wieder komplett flüssiges Bild haben. Ja, da ist nochmal die BR-103. Habe ich vorher wieder BR-101 gesagt? Ich vertue mich da immer ein bisschen, aber es ist tatsächlich die BR-103. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Was ich hier auch noch schnell machen möchte. Ja, das gucken wir uns gleich nachher kurz an. Wir führen die Treppen so ein bisschen ins Leere. Also irgendwie ein Trampelpfad oder so müsste da schon sein. Wir schauen gleich mal. So, die erste Einfahrt des Baumaterialzugs. Sehr nett. Schöne Lok, finde ich. Gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Königssee Rottenbach. Hier steht noch tatsächlich Königssee Rottenbach drauf. Das ist natürlich auch falsch. Können wir hier noch schnell was machen? Da steht eigentlich Bonn Bahnhof. Warum wird denn das auf dem Schild nicht geändert? Guck mal hier. Bonn Bahnhof. Ach so, das ist natürlich der Güterbahnhof. Moment, da muss ich ihn hier. Ja, das funktioniert so nicht. Ich brauche hier wieder mein Overlay. Station. So, wenn wir hier drauf klicken, tatsächlich. Gut, das ist dann natürlich neu. Bonn Cargo. Ja, einfach Bonn Cargo. Das muss reichen, würde ich sagen. Das passt. Gut, können wir das wieder zumachen. Jetzt möchte ich das aber wieder weg haben hier. So, einfach die Städtenamen. Das passt. Gut. Was wollte ich denn hier vorne machen? Ja, irgendwie ein Trampelpfad, weil eben hier die Treppe so runterkommt. Das führt so ins Nix. Also, machen wir mal schnell. Oder wir machen eine kleine Straße. Könnte man natürlich auch machen. Haben wir denn so eine kleine Straße? Ich glaube eben nicht. Ja, bei der Autobahn muss ich da, glaube ich, nicht gucken. Ja, und schon guckt er. Irgendwie sowas. Aber die sind mir zu breit. Ja, gefällt mir auch nicht. Nicht für irgendwie sowas, was hier lang geht. Nein, gefällt mir tatsächlich nicht. Ich mache das wieder mit dem Bemal-Dingens. Maltool, man reicht mir meinen Dreck. Da ist er doch. Ein bisschen kleiner das Ganze.
So, das führt einfach hier zum Gehsteig. Der ist doch schon mal perfekt, würde ich sagen. Also, was heißt perfekt? Perfekt mag es nicht sein, aber das muss es auch nicht sein, weil nichts ist eigentlich perfekt. Ja, so ist besser. Da kommt man hier runter. Hier sind ja noch keine Gleise. Da könnte man jetzt im Moment noch hier rüber. Und von hier hinten geht es dann nach nirgendwo. Okay, also das macht eigentlich keinen Sinn. Aber es macht natürlich Sinn, hier runter zu kommen, in die Richtung dann zu gehen. Hier über die Gleise rüber, auch eher gefährlich. Ja, da muss man halt tatsächlich, wenn man hier hinten ist, das Teil hier nutzen. Dann geht man hier runter und dann kann man hier lang. Das funktioniert schon. Gut. Wir brauchen einen LKW-Port. Das muss eigentlich nichts Riesiges sein. Gebäude, Cargo. Jawohl, haben wir hier. Da hätten wir die riesigen. Ich werde eher was Kleines nehmen. Ja, wobei so klein sind die Teile auch nicht. Aber sie sind halt schon sehr cool. Ja, vielleicht tatsächlich das hier. Okay, einmal drehen. Dann wäre das hier. Ich denke mal, das wäre eine relativ gute Stelle. Machen wir mal. Und da brauchen wir hier in der Stadt drin natürlich noch was. Jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken. Ja. Das Baumaterial wird hier hinten benötigt. Das heißt für mich, ich suche das hier. Ja, und dann liefern wir die Sachen hier ab. Okay, wir machen gleich mal die neue Linie draus. Von hier. Gerne nach hier. Das ist keine Riesenstrecke, wie man sieht. Muss es ja auch nicht sein. Und das wäre dann Bonn. LKW Baumaterial. Perfekt, wir bauen ein Depot. Mal gucken, vielleicht wieder mal eine Tanke oder so. Was würde hier passen? Man sieht, der Bahnhof ist fett gesloopt. Das fällt mir gerade auf. Ja, muss nur halt wahrscheinlich, weil hier geht es ja tatsächlich dauernd drauf. Das kennen wir ja. Gut, Gebäude. Aber nicht bei der Bahn, sondern hier. Und dann irgendwie ein Depot. Modernes LKW-Bus-Depot. Ja, natürlich schon auch sehr, sehr nett. Vielleicht hier daneben sogar. Ja, machen wir so. Zack, einmal daneben. Passt, wir brauchen LKWs und zwar nicht hunderte, sondern ein paar, weil das ist tatsächlich keine lange Strecke. Und ich würde hier auch nicht irgendwie, weiß auch nicht, was Ultramodernes nehmen, sondern vielleicht eher, wer kann denn hier Baumaterial transportieren? Nein, alle Güter. Plan-LKW, sehr gut, davon 5 Stück. Kaufen, zuweisen, bauen LKW-Baumaterial und schon haben wir die Teile. Ja, nett. So, und jetzt wird es dann gleich spannend, weil gleich packt der Heisi seine Seilbahn aus. In Oberböser. Und dann wird es interessant. Gut, ich würde sagen, mitfahren. Ja, vielleicht mal kurz einsteigen. Ja, wir haben keine Kameras. Nein. Aber ist natürlich trotzdem ein schönes Bild. Hier oben nochmal mit der BR-103. Und hier geht es ins Städtchen rein. Ja, sauber. Gut, dann hätten wir das soweit abgeschlossen. Was wir natürlich noch haben, beziehungsweise eben noch nicht haben, ist, dass wir geguckt haben, wo wir noch hin müssen mit dem Baumaterial. Da gibt es noch weitere Züge, zum Beispiel nach da hinten nach Rotterdam. Oder man macht das mit dem Schiff hier runter, das Baumaterial mit dem Schiff nach da hinten. Wir haben hier schon eine Schiffverbindung. Was machen die gleich nochmal? Getreide transportieren die. Okay, und zwar von, glaube ich, hier hinten kommend. Ist das richtig? Ja, ich weiß nicht. Entweder, doch, die bringen das Getreide. War ja nicht mal ein Bauernhof in besseren Zeiten? Habe ich den abgerissen? Oder ist das hier der Bauernhof? Nee, das ist eine Maschinenfabrik. Sag mal, sieht hier einer einen Bauernhof? Wo haben wir denn jetzt den Bauernhof hingetan? Ach, hier unten. Okay, man sieht es halt nicht, weil die Zeichen oben fehlen. Ich dachte ich die ganze Zeit, haben wir irgendwie, weil wir den Kanal gebaut haben, vielleicht sogar irgendwie den Bauernhof abgerissen und da nicht bedacht, dass wir das Getreide noch brauchen. Nee, nee, das hat schon alles seine Richtigkeit. Gut, dann düsen wir nach Oberböser. Hier unten brauchen wir auch noch, in Bad Gottleuba. Hier brauchen wir auch noch Baumaterial, sehr schön. Oh, und in Oberböser tatsächlich. Ja, deswegen haben wir dort hinten Baumaterial bekommen. Ganz klar, weil die halt hier den Bedarf haben. Gut, jetzt die Seilbahn, von wo nach wo. Ich denke, allzu steil können wir nicht bauen, weil, wie gesagt, das sind Straßen und Schienen eigentlich. Und die unterliegen natürlich schon einem gewissen Gefälle-Prinzip, also dass die nicht einfach da so steil rauf können. Jetzt ist halt die Frage, von wo nach wo. Vielleicht von hier nach hier, irgendwie so ein Skidingens? Würde mir eigentlich gefallen, weil das hier ist, glaube ich, fast tatsächlich schon wieder zu steil. Wir testen das einfach mal. Ich brauche... Nein, die Schiene, Gebäude, haben wir hier.
Und dann mal schauen. Genau, hier sind die Sachen. Seilbahnstation. Okay. Das ist eine ausgeprägtere Seilbahnstation. Das hier ist die Mittelstation. Da haben wir hier sogar noch das Ganze. Guck mal, hier kann man sogar noch eine Kurve machen. Und hier haben wir die Masten. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen mal das Teil. Und dann hätte ich das gerne. Bauhilfe. Ja, warum nicht? Achso, das sind dann diese Dinger. Da weiß ich aber tatsächlich noch nicht, wofür die sind. Weil, wie gesagt, die Mod ist ja so heute rausgekommen. Mast hinzufügen. Ja, finde ich eigentlich soweit okay. Mast passt. Mal schnell gucken, was wir hier noch haben. Bisschen runter. Richtung ist okay. Rollen oben. Das wäre hier Rollen unten. Aha, und dann machen wir beide. Ist auch okay. Bauhilfe, Mast. Okay, auch nicht schlecht. Das ist ganz cool, das Ding. Okay, jetzt müssen wir irgendwie meiner Meinung nach hier vorne die Rollen hochkriegen. Biegung. Jawohl, genau so. Damit wir eben sehen, wo die Seile lang gehen würden, wenn wir es so machen. Ist das okay? Vielleicht ein bisschen runter. Wo hatte ich das jetzt? Hier. So, ein bisschen zurück. Dann gehen wir in den Berg rein. Wenn ich wieder eins raufgehe, gehen wir immer noch in den Berg rein. Das heißt, das müssen wir tatsächlich weiter. Hä? Bin ich so weit hinten gewesen vorher? Jetzt kämen wir eigentlich von hier aus, kämen wir da hoch. Das müssen wir nicht unbedingt 1 zu 1 so machen, aber wir können zu 1 zu 1 machen. Ich stelle das mal hier hin und dann gucken wir mal, wie das weiter aussieht. Ich hätte gerne diese gebogene hier. Nein, wo war sie denn? Hier. Diese gebogene Mittelstation. Und jetzt wohin? Irgendwo in diesem Bereich, wo hier oben im Prinzip dann die Seile reinkommen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich klappt. Das werden wir, wie gesagt, sehen. Das ist eigentlich zu weit unten. Ist das nicht auch zu weit unten hier, das Teil? Wo starten die denn? Nee, guck mal, das ist zu weit unten. Das müssen wir irgendwie in die Höhe kriegen, das Teil. Nehmen wir es nochmal weg. Aha, dann wird aber alles abgerissen. Und wo klicke ich jetzt hier, dass ich es abreißen möchte? Hier oben. Ja, mach mal. Da haben wir gerade nochmal eine Autosave. So, weil irgendwie ich behaupte, das muss tatsächlich mehr Höhe haben. Nanu, aha, weil Autosave, deswegen ist das noch hier. Zack, jetzt ist es weg. Gut, Höhe können wir mit dem Komma generieren. Ist das okay so? Dann hier eine Treppe darauf. Hat ein bisschen was von einer Pyramide. Jetzt bräuchte ich das Ganze aber wieder so, wie wir es hatten. Wo war das hier? Rollen ist okay. Bauhilfe Mast, gerne. Mast hinzufügen. Okay, ein Dach machen wir natürlich auch noch. Und ein Depot dazu, das bräuchten wir wahrscheinlich auch noch. Das wäre Depot 1. Depot 2 in schwarz, in gelb und in grau. Ich denke, in schwarz wäre relativ nett. Das wäre das hier gewesen. Jetzt nochmal gucken hier mit der Hilfe. Da kommen wir halt wieder in den Berg rein. Ja, hier wird es eigentlich gehen. Da oben kämen wir ein bisschen in den Berg rein. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Aber wenn wir es schon haben, machen wir es so. Also, zack, hier hin. Gut, dann das Teil. Irgendwie hier oben. Das würde dann das Ganze umlenken. Das ist aber eigentlich auch nicht, was ich möchte, weil wir haben die Hilfe eigentlich. Naja gut, wir können die Hilfe wahrscheinlich in die Richtung auch machen. So, muss man das jetzt genau darunter irgendwie basteln? Wahrscheinlich ja. So, ich mache es mal hier hin. Ich weiß nicht, ob das von der Höhe her funktioniert. Das werden wir sehen. Ansonsten, wie gesagt, wenn das Ganze so nicht klappt, dann machen wir einfach eine Baustelle draus. Wo ist die Endstation? Wahrscheinlich das hier nochmal. Ich müsste aber hier, kann ich das, wenn ich es konfiguriere? Ja. Bauhilfe Mast 1. Ich bräuchte aber in die Richtung eigentlich jetzt eine Bauhilfe. Wenn man es genau nimmt. Aha, das ist aber für unten, okay. Aha, dann kommt das wieder. Ihr seht schon, ich bin halt tatsächlich auch noch ein bisschen am Üben. Richtung ist okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt einfach in die Richtung und hier oben ist irgendwo dann die Endstation. Machen wir das so. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin tatsächlich gespannt. Das war das hier. Mal gucken, wo das hinpasst. Oh, da haben wir aber wieder, dass es rauf geht. Das möchte ich natürlich auch nicht. Also das müssen wir im Prinzip in die andere Richtung drehen. Das wäre eine Idee.
Biegung der Dingens in die Richtung. Dann ist es gerade. Ich glaube, runterbiegen kann man dieses Teil nicht. Oh, okay, gut. Mast hinzufügen, Bauhilfe. Ja, nee, raus. Hier hätten wir auch gerne irgendwie so ein Dach. Und dann mache ich das hier weg. Mast hinzufügen, nein. Machen wir es so hier hin. Und jetzt gucken wir, dass wir das irgendwie so ausrichten. Das kann natürlich nicht sein, dass wir die Höhe nicht erreichen. Also, dass das einfach tatsächlich von der Höhe her nicht klappt. Ich denke, es ist wie bei Transportiva 1. Wenn man das baut, man muss da wirklich Geduld haben. Man muss ein bisschen üben. Jetzt mal gucken, ob wir das nicht vielleicht doch hinkriegen. Wir machen Masten. Pendelbahn. Okay. Ja, wir machen irgendwie sowas in der Richtung. Also hier unten diesen. Dann das Ganze natürlich drehen. Halbwegs hier rein. Von der Höhe her wäre das, glaube ich, so verkehrt nicht. Ich baue es mal. Dann gucken wir dann gleich mal, wie das mit den Seilen aussieht. Das reicht eigentlich schon, ein Mast. Sehe ich das richtig eigentlich? Ja. Okay, gut. Ich würde hier mal noch das Dingens ausschalten. Bauhilfe, nein. Jawohl, passt. Doch, da ist immer noch eine Bauhilfe. Naja gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema Seile. Die haben wir. Wo habe ich die denn gefunden gehabt? Hier. Und dann bei den Gleisen. Irgendwo müsste das hier sein. Genau hier. Cable Car, Cable, 120 km/h. Das ist recht ordentlich für eine Seilbahn. Das hier muss mal weg. Wo docke ich hier an? Hier vorne. Ja, guck mal, das funktioniert sogar. Sehr nett. Hier wieder runter. Bin ich da schon drin? Jawohl. Ja, das würde funktionieren. Ich möchte diese Linie weg haben. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Konfigurieren, wo war die Linie? Dach, Bauhilfen, nein. Mast hinzufügen, Richtung, Rollen, Bauhilfe, Mast, nein. Jetzt müsste eigentlich ohne Linie sein. Jawohl, ist es auch. Sehr gut. Also, ich brauche wieder mein Dingens hier. Und jetzt mal schauen. Oh, nein. Das hier möchte ich. Dort reingehen. Oh, man sieht. Ja, das geht. Okay, es wird zum Glück wieder angehoben. Wir hätten hier eigentlich fast den Boden berührt gehabt. Aber das ist tatsächlich, wie soll ich sagen, Hauptsache es funktioniert. Allerdings, das hier brauchen wir natürlich so nicht. Kann ich das irgendwie noch ändern? Wir müssen hier ein bisschen das Ganze flacher haben. Terre-Tool. Nehmen wir mal das hier. Ne, geht nicht. Dann nehmen wir das hier. Ne, dann wird es höher. Dann gehen wir runter. Geht nicht, weil hier sind die Kabel im Weg. Kabel muss weichen. Das muss ich tatsächlich nochmal machen. Okay, und jetzt das Ganze irgendwie ein bisschen runterdrücken halt. Ganz einfach. Ja, wir brauchen mehr Stärke. Wir brauchen das hier. Wir brauchen den hier. Ja, dass es ein bisschen runter geht. Ja, ob das funktioniert? Doch, das müsste eigentlich schon funktionieren. Nicht, dass wir wieder auf die Erde kommen. Nochmal ein bisschen runter. So, hier ist aber irgendwie eine Grube. Wobei, das ist halt auch nicht schön, wenn wir hier einfach eine Grube haben. Wir machen das mal so. So, reicht das? Wir werden es gleich wissen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt die Seile nicht mehr hin. Da rein. Wo war es? Hier oben. Moment. Passt das? Da, jetzt dockt es an. Jawohl. Ja, jetzt ist nichts mehr im Weg. Gut, nehmen wir. Mit dem hier runter. Ja, oder ich fange hier an. Hier oben rein. Passt das? Weil irgendwie doch, es müsste eigentlich passen. Ja, hier hin. Gut, ich bin mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich sehe schon, die Folge wird ewig lang. Okay, gut. Wisst ihr, was wir machen? Wir lassen das mal noch weg. Ich möchte gucken, ob wir hier eine Seilbahn hinkriegen. Das werden wir in der Folge noch machen. Das heißt, wir brauchen eine Linie. Das wäre von hier. Person, man kann auch Waren tatsächlich transportieren. Oh, zweimal geklickt, Entschuldigung. Das Teil. Nach hier hin. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich tatsächlich wieder das Falsche hier erwischt. Okay, nicht huddeln. Lassen Sie sich Zeit, auch wenn die Folge eigentlich wirklich vorbei ist. Personen. Hier auch Personen. Aha, konnte nicht alle Haltestellen verbinden. Warum dies, warum das? Ist ja interessant. Hängt das hier
irgendwie doch nicht. Das sind irgendwie ein bisschen viele Seile. Was ist denn das hier außen? Moment. Wenn ich hier baggere. Das hier ist eigentlich... Ach so, wäre das das, was da rein müsste? Okay, Moment, das muss ich nochmal korrigieren. Weil wir hier korrigiert haben, das Ganze mit der Erde. Deswegen ist das falsch. Ich muss eigentlich hier in die Gleise rein. So, nehmen wir das nochmal weg. Jawohl, jetzt funktioniert. Müsste eigentlich auch funktionieren. Jetzt können wir nochmal gucken. Linie. Jawohl, jetzt funktioniert sie. Da sieht man, da ist es auch eingezeichnet. Sehr schön. Gut. Benennen müssen wir die noch nicht. Oder wir können ja schon mal. Das ist ganz einfach Seilbahn. Oberböser. Was sonst? Okay. Passt. Und jetzt brauchen wir noch eine Seilbahn. Da habe ich auch schon mal geguckt, wo ich die finde. Das ist auch nicht ganz einfach, muss ich gestehen. Man kann hier oben auch Seilbahn eingeben. Es wird trotzdem nicht gefunden. Muss mal gucken, ob ich die jetzt auf die Schnelle finde. Ansonsten werde ich hier kurz einen Schnitt machen. Weil die Zeit müssen wir jetzt nicht auch noch investieren in dem Sinne. Nee, wo war es denn hier? Ach, bei den Triebwagen war es. Doch, doch, das stimmt schon. Moment. Aber ich glaube beim Diesel. Ja, hier. Genau. Pendelbahn, Gondel alt und Gondel sehr klein. Nehmen wir doch die alte, warum auch nicht? Zwei Varianten. Ach, hier haben wir noch die neue drin. Ach, nehmen wir die alte. Ich finde das eigentlich gut. Das passt eigentlich zu Oberböser relativ sehr gut. Was ich jetzt noch vergessen habe, werde ich gleich noch machen. Signale. Wir müssen Signale setzen, sonst kann nur eine Bahn fahren. Also, hinzufügen. Machen wir mal 8 Stück. Okay, kaufen. Und jetzt, wie gesagt, die Signale fehlen noch. Da gibt es auch spezielle Signale. Finde ich die irgendwo hier? Fahrtsignal. Da, Seilbahnsignal. Sehr schön. Ja, und dann macht man das halt genauso, wie man es kennt von den Schienen her. Da kann man eigentlich bedeutend weniger oder kleinere Abstände machen, weil ganz einfach, ja, diese Seilbahnen haben ja keine Länge. Ich mache es jetzt aber mal so, weil wir haben ja sowieso nur, damit sind wir aber runter, 8 Bahnen, die werden sich hier nicht in die Quere kommen, behaupte ich mal. So, hier runter, hier noch und dann ist okay, dann haben wir das Ganze. Dann brauchen wir hier das Depot wieder, weisen die zu, Seilbahn Oberböser. Wir hören einen Plupp, das heißt, das funktioniert. Die werden jetzt hier drin, man sieht's, guck mal. Jawohl, da kommen sie rüber. Wo sind sie denn? Irgendwo müssen sie doch sein. Sind wir hier wieder zu wenig hoch? Oh, die sind hier im Berg drin. Ja, da ist sie. Wie kriegt man das denn hin? Dass man das hier... Oh, wir müssen... Wahrscheinlich kann man es konfigurieren. Dass man mit der Konfiguration... Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Dass man hier das Ganze ein bisschen höher stellt, von den Stelzen her. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt hier natürlich noch kurz ein. Haben wir eine Cam? Jawohl. Ach, na, das ist ja schön. So, mit Blick da hinten auf die Kirche. Da sehen wir sogar noch einen Zug. Haben wir Kameras? Oh, wir haben tatsächlich sogar Kameras. Guck mal. Sehr nett. Ich hätte hier aber gerne noch irgendwie... Ihr ahnt es. Oh, das ist auch gezoomt. Das Ganze. Wie kriege ich jetzt hier... Die Seilbahn. Ne, so geht's nicht. Das muss ich anders machen. Wir machen es mal mit der Kamera. So, dass wir hier irgendwie noch ein schönes Bild haben oder so. Ja, aber dann fahren sie hier auch ins Dingens rein. Ich muss auch das hier irgendwie noch höher stellen. Ja, ist natürlich alles ein bisschen ein Geteste. Ja, so ist nett. Ja, aber ich kriege die tatsächlich nicht schön ins Bild. So? Ja, warum nicht? Fahren Sie auch noch? Hier fahren Sie auch noch ein bisschen durch. Das wäre noch ganz kurz. Ich weiß, die Folge ist tatsächlich schon relativ lang. Aber, also das muss ich noch schnell ändern. Das geht so nicht. So, machen wir nochmal eine Grube. Und jetzt kommen Sie hier in Ruhe durch. Man sieht's. Passt. Gut, dann hätten wir die Seilbahn. Was wir jetzt aber in der nächsten Folge noch machen, die wird dann wieder ein bisschen kürzer. Dass wir das hier noch erhöhen. Und das hier noch erhöhen. Dass wir hier nicht irgendwie in den Berg reinfahren. Man sieht's ja. Oder ist das so gewollt? Weil eigentlich kann man es gar nicht groß anders machen. Die hängt ja einfach hier am Seil. Und das hier, also von hier nach hier, kann ich das nicht verändern von der Größe her.
Naja gut, ich finde, es ist trotzdem halbwegs gut geworden. Wie gesagt, dafür, dass die Mod heute erschienen ist und ich wirklich keine Zeit hatte zu gucken, wie das geht. Ja, sie fährt. Und das ist eigentlich das Hauptziel gewesen, dass wir hier so ein fahrendes Teil hinkriegen. Und das haben wir geschafft. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem vernünftigen Bild. Ja, irgendwie sowas. Nein, nicht so weit. Ja, ich werde nachher nochmal gucken wegen einem vernünftigen Bild. Ich brauche noch ein Thumbnail. Gut, ich danke euch für eure Geduld. Hoffe, hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.